Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen heute ganz viel Mario Kart Wii. Ich habe in meinem letzten Video ja gesagt, dass ich heute an einem gepflegten Samstag mit euch um 15 Uhr Mario Kart Wii zocken werde. Und wenn ich euch sage, dann meine ich damit so 10, 11 auserwählte Personen gewissermaßen, deren Freundescodes ich jetzt an der Stelle, hoppsa, deren Freundescodes ich an der Stelle jetzt schon geedit habe und dementsprechend sind ein paar Leute online. Ja, ein paar Leute. Okay, ja gut, kommt dann so nach und nach. Pi gleich was? Skyler Nick. Okay, wer ist das? 5-4, Moment, das kann ich jetzt nachgucken. Ich habe doch meine FC-Liste noch hier. Welcher Name verbirgt sich hinter diesem Code? Es ist der User Select B. Er sei gegrüßt an dieser Stelle. Das ist ein geiler Nick, wirklich. Für Mario Kart ist es optimal. Gut, ja, da kommt auch noch einer und sehr schön und toll und bla. Und eventuell bekommen wir den Raum jetzt voll, eventuell auch nicht. Keine Ahnung, wir lassen uns an der Stelle einfach mal überraschen. Ich mache den Raum jedenfalls mal auf und dann harren wir der Dinge, die da kommen werden. Und ich begrüße euch gleich wieder, wenn der Raum einigermaßen gefüllt ist mit ein paar Leuten und ich dann gleich starten kann. Jo, also da hat schon jemand geschrieben, fangen wir mal an und irgendwie bin ich jetzt auch dafür. Wir sind momentan zu neunt hier im Raum. Was das bedeutet, kann jeder von euch sich so einigermaßen denken. Deswegen sage ich jetzt an der Stelle einfach mal danke fürs Warten. Ich würde es zumindest sagen, wenn nicht irgendwelche andere Leute was reinblubbern würden, genau. Danke fürs Warten. Okay, fangen wir an. Los geht's. Ich kann jetzt nicht auf zu viele Leute tatsächlich Rücksicht nehmen und ich habe die leise Hoffnung, dass dann der ein oder andere später noch mit dazukommen wird. Es hat mal wieder wunderbar perfekt begonnen, aber damit fange ich gleich an. Zunächst einmal die Frage des Tages, wen nehme ich denn? Ich habe mir vorgenommen, wieder für jeden Grand Prix einen anderen Fahrer zu nehmen und ich würde vorschlagen, dass wir zu Beginn erstmal mit Diddy Kong anfangen. Ja, Diddy Kong ist ein gern gesehener Gast auf jedweder Party und auch auf jedweder Mario Kart Party, deswegen geht das schon einigermaßen in Ordnung, denke ich. Was kann ich jetzt zu Beginn erstmal erzählen? Zunächst mal können wir natürlich die Leute begrüßen, die es in den Raum geschafft haben. Oder die, ja, die es in den Raum geschafft haben, die einfach pünktlich gekommen sind, sagen wir es so. Pelle, Klaus, Heylor, Reto, Tobias, Pi gleich und so weiter. Des und Harris. Harris ist übrigens LP Ice-T, glaube ich zumindest. Bin mir recht sicher an der Stelle. Die sind jedenfalls alle an der Stelle gegrüßt. Und ich will irgendeine zufällige Strecke. So, okay, was ist mir zunächst mal aufgefallen? Nachdem ich bekannt gegeben habe, mit welchen Leuten ich heute fahren werde, hat es bestimmt keine, was weiß ich, 5 oder 10 Minuten oder so gedauert und dann hatte ich schon eine PN im Postfach, so von wegen, Hering, ich habe viel früher als die anderen dir eine Nachricht, also beziehungsweise dir einen Kommentar hinterlassen unter deinem Video. Warum bin ich denn nicht dabei? Warum sind die denn dabei? Ich weiß ja nicht. Also ich glaube, ich habe in meinem letzten Video gesagt, dass ich die Leute zufällig herauspicke. Ihr wisst hoffentlich schon, was zufällig bedeutet, oder? Zufällig bedeutet irgendwie, dass ich es dem Zufall überlasse und es eben nicht von der Zeit abhängig mache oder so, wann auch immer ihr mir eben die Nachricht geschickt habt. Boah, Entschuldigung, dass ich mich an der Stelle dann auch gleich wieder über sowas aufrege, aber das muss nicht sein. Nee, und damit macht man sich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch relativ schnell unbeliebt bei mir, wenn man dann eben mit solchen Anfragen dann kommt. Weil dann verstehe ich die Welt nicht mehr und ja, das, nee, das muss einfach nicht sein. Es muss nicht sein. Man muss den Hering nicht mal aufregen. Nein, der Hering ist so ein friedvoller Mensch. Er will niemandem was Böses. Niemandem, wirklich. Also tut dem Hering, dem Bering. Dem Hering. Tut dem Hering auch nichts Böses. Das wäre irgendwie total nett und so. Ja, wie dem auch sei. So, das war das eine. Und pff, Klaus? Ja? Klaus, altes Haus. Hallo, lang nicht gesehen. Hahaha. So wie übrigens die anderen hier. Teilweise. Also ich habe bei meinem Zufall, so zufällig wie ich es halt machen konnte, nach, keine Ahnung, ich bin einmal die Kommentarliste durchgegangen und habe mir halt irgendwelche Leute rausgepickt. Wie gesagt, das ist absolut von keinem Muster abhängig gewesen oder so, was ich hier gemacht habe. Das war mehr so die Frage, oh, beziehungsweise die Geschichte, dass ich auch ein bisschen nach dem Namen geguckt habe. Aber das muss man mir an der Stelle vielleicht auch einfach mal zugestehen. Ich habe nach bekannten Leuten gesucht und gleichzeitig auch nach Leuten, mit denen ich sicherlich noch nie gefahren bin. Und da wollte ich mehr oder weniger ein gesundes Mittelmaß einfach haben. Und ich glaube, es ist mir an der Stelle auch mehr oder weniger gelungen. Wow, das war knapp. Also ich finde ja, momentan halte ich mich auch ziemlich gut. Und genau dann passiert sowas. Ich war kurzzeitig auch gerade auf Platz 1.
weiß man natürlich nicht, was da vorne passiert ist oder nicht. Das war ziemlich knapp, aber da ist Diddy Kong irgendwie noch drüber gehüpft, über die kleine Kante. Und dann kommen sie jetzt natürlich alle mit ihren Items. Ja, und dann freuen sie sich. Und dann denken sie sich so, hui, wir können den Hering noch alle überholen. Und hui, wir haben so viel Spaß an der ganzen Sache. Und hui, der Hering, wenn, aber, nein, nein, ja. Bin ich Zweiter? Ich fürchte, ich bin nur Zweiter. Ich hätte gedacht, dass der Pilz mich vielleicht noch ganz nach vorne befördert oder so. Das war mein Pilz, oder? Der verloren gegangen ist. War das mein Pilz oder war das der Pilz von Klaus? Ich weiß nicht genau, weil eigentlich hatte ich meinen Pilz doch schon gezündet. Aber das war mitten da, als eben der Blitz kam. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es nicht vielleicht doch mein Pilz war. Ich weiß nicht. Ich müsste es mir im Video nochmal angucken. Ist egal an der Stelle. Gut, ich bin Zweiter geworden. Ich freue mich. Ihr freut euch hoffentlich auch. Hohohoho. So, nächstes Rennen. So, nochmal zu den Namen. Warum habe ich bekannte Leute genommen? Mehr oder weniger bekannte Leute. Leute, die häufiger Kommentare unter meinen Videos hinterlassen. Leute, mit denen ich schon mal gefahren bin. Tralalala. Weil bei den Leuten habe ich wenigstens das Gefühl, dass ich mich auf sie auch wirklich verlassen kann. Bei absoluten Neuzugängen ist es ja immer so ein... Ja, es kann gut gehen, aber ich bin auch schon so oft... Ich bin schon so oft bitterlich enttäuscht worden, leider. Von irgendwelchen Leuten, die... gewisse Dinge dann auch nicht sofort gereilt haben oder so, und das ist dann immer ein bisschen mühselig, und eigentlich ich will doch nur spielen. Ich will doch keine Arbeit mit dem Scheiß hier haben, nein. Ich will doch einfach nur ein bisschen fahren und ein bisschen Laune und Spaß mit euch haben und so weiter, und das, ich hoffe, man versteht es so einigermaßen. Naja, gut. Regenbogen Boulevard ist eine schöne Strecke, die hatte ich jetzt gestern auch gar nicht, ne, als ich meine kleine alleinige Videositzung gewissermaßen gemacht habe. Goldpilz hilft mir jetzt an der Stelle natürlich auch unglaublich weiter. Maxi Pilz hilft dem hinter mir unglaublich weiter. Nein, 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 ich fahre hier schnell weg, 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 weil ich da keinen Bock drauf habe. Schöne Bananenschale, schön platziert. Schön, dass man es eben schön nicht sieht, aber egal. So, und jetzt fahren wir ganz normal weiter. Beschwingt und mit Blitz und so weiter und so fort. Nep, 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 nep. Der Blitz muss doch kommen, wenn ich ein Item habe. Ein cooles Item halt. Ich will mal ein cooles Item haben. Ich hatte bisher noch kein cooles Item, habe ich das Gefühl. Ich bekomme nur Pilze und sowas. Was soll der Mist? Ich will mal einen Stern oder auch ein Maxi oder irgendwas in der Art. Na gut, die Pilze waren jetzt eigentlich gar nicht so blöde. Beziehungsweise, ja. Ja. Pff. Ja, ist halt, ne? Pilz ist Pilz. Das muss man an der Stelle auch mal so neidlos anerkennen. Pilz ist Pilz, oh ja, da. Warum sind immer noch alle vor mir? Es sind verhältnismäßig viele Rosalinas unterwegs, kann das sein? Das ist ja faszinierend. Nein, 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 das finde ich irgendwie doof. Hallo Harris, freust du dich, dass du dabei bist? Ja, wenn man nicht die ganze Zeit auf Platz 7 oder so rumkrebsen würde, wäre es noch toller, ne? Ja, ich hoffe es. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich ihm so einen kleinen Gefallen damit getan habe. Ja, natürlich. Der Hering, der hat ein Herz für andere LPer und so weiter und so fort, die ihn mehr oder weniger lobend in ihren Videos erwähnen. Und ja, wenn der Hering das zufälligerweise mal spitz bekommt, dann entstehen eben solche Deals. Und ich habe mich, ja, dann eben einfach mal dazu bereit erklärt, ihn tatsächlich zu adden und ihn mal zu einem Termin einzuladen. Und ja, das ist eben dabei herausgekommen, und wie gesagt, LP Ice-T freut sich an der Stelle hoffentlich, auch über die Tatsache, dass ich so ein ganz klein bisschen Werbung für ihn mache. Ja, so ein bisschen Werbung. Ja, ja, er hat einen LP-Kanal, kann man mal reinschauen und so. Finde ich ja, man sollte auch ruhig mal den Kleinen eine Chance geben. Ja, wenigstens einmal gucken. Was, warum könnt ihr nicht kurz einen Moment warten? Ist so 5 Meter und da bin ich drin gewesen und dann, ja, na klar. Nein, 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 nein. Und da wird mein schöner zweiter Platz aus dem ersten Rennen auch direkt egalisiert. Und ich bin irgendwie fernab vom... Ich weiß auch nicht. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, warum ihr mir das Leben so schwer macht. Oh, cool. Dab, 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 dab. Kugelwilli, mach noch nicht so eine blöde Route. Das ist dumm. Wenn der Kugelwilli mal Idealroute fahren würde, dann mindestens Platz... Oh, ich bin Siebter. Ich dachte, ich wäre Achter geworden. Okay. Interessant. Jo. Das Feld ist noch relativ eng beisammen, wenn man mal von Tobias absieht, der in beiden Rennen relativ weit vorne gelandet ist. Okay. Na gut, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht, ne? Ach, das ist schon mal ein genialer Start in den Tag. In den Mario Kart Tag. Ja, das dritte Rennen ist mir jetzt abhanden gekommen, weil mein Aufnahmegerät rumgesponnen hat.
Gewissermaßen wurde mein Bildschirm gerade schwarz, was sich recht negativ auf mein Endergebnis ausgewirkt hat, sagen wir es mal so. Okay, der Bildschirm wurde schon in der ersten Runde schwarz. Das heißt, alles, ich hätte alles nochmal korrigieren können, so ungefähr. Aber dann hat eben auch das Glück nicht so wirklich mitgespielt und jetzt bin ich eben hier. Und jetzt habe ich mein Aufnahmegerät neu gestartet und ja, das dritte Rennen fehlt jetzt. Mein Gott, ich kann es nicht ändern. War ein total tolles Rennen und so. Mann, war das spannend. Ich habe noch nie so ein spannendes Mario Kart Rennen gesehen, wirklich. Also ich hätte es euch liebend gerne gezeigt, aber leider die Technik. Was soll ich machen? Naja, wie dem auch sei. So, ich wollte wieder über euch rummeckern oder irgendwie sowas. Irgendwas, was mich gewurmt hat. Genau, ja. Wenn man sich für Termine oder so einträgt jetzt bei mir und ich gebe meine Termine ja eigentlich relativ genau an. Ich sag eine Uhrzeit und so, ne? Und ich sag dann eben, jo, also, wer dann und dann Zeit hat, der möge sich bitte hier verewigen und der möge mir seinen FC mitteilen. Blöd ist dann nur, wenn ich dann hinterher von Leuten Spitz kriege, die ich per Zufall eben ausgewählt habe, wenn ich dann von diesen Leuten dann eben erfahre, ja, Hering, zu deinem Termin übrigens kann ich nicht so genau, also kann sein, dass ich eine halbe Stunde, Stunde später komme oder vielleicht auch gar nicht oder so, aber wäre nett, wenn du meinen FC trotzdem drin lassen würdest. Weil dann fühle ich mich auf eine gewisse Art und Weise verarscht, muss ich ganz offen zugeben. Und das ist auch ein bisschen unfair den anderen Leuten gegenüber. Deswegen wäre es ganz gut, wenn ihr das in Zukunft abstellen könntet. Ja. Ich weiß, da stoße ich jetzt wahrscheinlich sowieso auf taube Ohren und so weiter und so fort. Und solche Spielverderber wird es leider immer wieder geben. Aber nichtsdestotrotz, das gefällt mir nicht. Nein, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und wenn ich bei bestimmten Personen das vielleicht öfter spitz bekomme, dass das eben der Fall ist, dann werden diese Leute dann möglicherweise überhaupt nicht mehr eingeladen zu irgendwelchen Mario Kart-Terminen von mir. Muss ich auch ganz ehrlich und knallhart dann einfach mal so machen, glaube ich. So, ja, GBA Bowser's Festung 3. Ich bin in Runde 3 auf Platz 1. Das finde ich irgendwie schön. Und wenn ich diesen Grand Prix jetzt noch einigermaßen gut über die Bühne bekommen würde, dann wäre ich sehr froh darüber. Auch wenn nicht unbedingt davon auszugehen ist. Die Bananenschale habe ich jetzt hoffentlich mehr oder weniger gut dorthin gelegt. Eher hoffentlich gut. Ja, doch. Es nimmt keiner eine Abkürzung. Das finde ich super. So, jetzt kommt es nur noch drauf an, das Ganze hier mehr oder weniger über die Bühne zu bekommen und hoffentlich keinen blauen Panzer zu fangen. Da hätte ich jetzt nämlich offen gesagt nicht so viel Lust drauf. Obwohl, ja gut, ja, haha. Jetzt kam genau der Pilz. Mhm. Ja. Also der Pilz wäre gut gewesen, falls noch ein blauer Panzer gekommen wäre, aber so ist es eigentlich auch in Ordnung. Warum habe ich jetzt dieses Rennen gewonnen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und das, was auf Vulkangrollen eben gerade noch passiert war, wie gesagt, total tolles Rennen und so, hättet ihr es bloß gesehen. Aber nichtsdestotrotz, ja, das war irgendwie... Naja, gut, egal. Vergessen wir das dritte Rennen an der Stelle. Stattdessen freuen wir uns über das Ergebnis des vierten Rennens und stellen fest, dass der Hering doch noch ein paar Punkte mitgenommen hat, womit er sich dann doch noch auf den dritten Platz geschummelt hat, worüber ich sehr froh bin. Tobias beglückwünschen wir an der Stelle zu seinem Grand Prix-Sieg und vielleicht kommt jetzt noch der eine oder andere dazu. Wäre irgendwie cool, wenn ich den Raum noch ein bisschen voller bekäme. Ansonsten, ja, gucken wir mal, ne?